Ich habe ja sonst nichts zu tun, also. Und. Was hat seine Heiligkeit nur vor, wenn das so weitergeht? Kardinal O! Ryodo war dein Name, nicht wahr? Was hat seine Heiligkeit Sierra zu dir gesagt? Er bat mich, ein heiliges Schwert zu finden. Ich verstehe. Ich finde die Wahl der Boten seiner Heiligkeit fragwürdig. Eine solche Aufgabe verlangt jemand mit mehr Erfahrung. Du bist ja sehr vorsichtig mit deinen Worten, alter Mann. Sei ebenso vorsichtig bei deinen Urteilen. Ich bin erfahren, aber ungeduldig. Unverschämtheit! Hör zu, Bürschchen, du sollst deine Sprüche abbrechen, wenn ein unreifer Welpe wie du wird das Granatschwert niemals finden. Ich sage dir, was ich tun werde. Ich werde dich ignorieren und dann gehe ich einfach. Bleib du ruhig hier. Bleib, guter Junge. Mann, was denkt sich seine Heiligkeit Sierra denn nur? Diese Sorglosigkeit des Jungen wird unser Ruin, wenn der Tag der Finsternis kommt. Na, was sollen wir tun? Ich schaff das schon, Alter. Ey, hier. Kann ich da drauf? Ich bin der King. Hinten kommen wir noch nicht lang. So. Jetzt komme ich hier wieder raus. Jetzt muss ich einmal zur Bibliothek, zu Marek und Roan. Das müsste da links irgendwo sein, glaube ich. Gästezimmer, Korridor. Gästezimmer? Bibliothek, ja. So, wollen wir die zwei erstmal berichten? Weil die werden bestimmt mitkommen. Dieses Manuskript ist mir unbekannt. Wow, das ist wirklich interessant. Oh, Ryodo, was wollte er? Du willst wissen, was tatsächlich aus seinem Mund gekommen ist? Nichts, was nicht völlig absurd gewesen wäre. Er will also, dass du das heilige Schwert findest, um den Tag der Finsternis zu verhindern? Ein zweifelhaftes Unterfangen. Wir wandeln führerlos durch Schatten. Das ist der einzige Hinweis. Das heilige Schwert ruht bei der Legion der Finsternis. Hast du noch etwas darüber herausgefunden? Nein, nicht an diesem Ort. Wie auch immer, Ryodo, du sollst auch einige dieser Bücher lesen. Darin stehen viele Details über Velmar und Granus, den Kampf zwischen Gut und Böse, den Takt der Finsternis und sogar das heilige Schwert. Das Abendessen wird nehmen. Bücher verderben nicht und werden auch nicht kalt, wenn man sie nicht liest. Okay, dann tun wir. Das heilige Annalen des Zeitalters, die Zeit der Abrechnung war gekommen. Ja. Marek hat Hunger, mal wieder, also gehen wir schön essen. Gästezimmer? Wo ist denn hier so der? Das Essen steht also auf dem Tisch. Es ist gleich fertig, bitte wartet noch ein wenig. Welchen Sinn hat es, den Dingen nachzujagen jetzt? Oh, unser die Finsternis verwurschte. Niemand hat je das heilige Schwert gefunden. Wie kann er so nonchalant über solch wichtige Dinge sprechen? Ich muss die Prophezeiung befragen, ob sich die Finsternis aufhalten lässt. Dies ist ein böses Omen. Der Tag der Finsternis naht. Na. Das Licht. Lenya. Die Musikschöre. Ja. Ah, die Flügel, weil immer zweimal ist in der Kathedrale. Irgendjemand muss kommen, schnell. Rot ist Leben für den Körper, so wie die Erde allem, was auf ihr spießt. Lebenskraft spendet, gutes Brot ist also Leben für die Seele. Also, dieses Brot ist köstlich, Ryodo. Isst du auch etwas? Roan Marek, ich werde nach diesem verdammten Schwert suchen. Das dachte ich mir schon.
Dieses Schwert interessiert mich. Ich habe noch nie von etwas Ähnlichem gehört. Kommt ihr beiden mit? Das lag in meiner Absicht. Ich will auch mitkommen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen, danke. Wenn ihr stimmt, was seine Heiligkeit Sera sagt, hat das auch für mich Bedeutung. Was meinst du? Nun ja. Nicht schon wieder, wir sind beim Essen. Verzeihung, mir wurde gesagt, dass Volmer eine menschliche Form angenommen hat und die Kathedrale betreten hat. Habt ihr verdächtige Personen gesehen? Was? Nein, nein, hier war niemand. Entschuldigt die Störung, ich muss gehen. Es muss Melenia sein, was denkt sie sich nur? Das ist Melenia, sie macht, was sie will. Weil man noch nicht, dass jetzt irgendwie ein Bosskampf kommt. Man weiß ja nie. Wo finde ich die jetzt genau? Ne, okay. Wahrscheinlich hier. Kannst du das Balkon, ja, bis hier so. Melenia. Also wirst du nach dem Granatschwert suchen, stimmt's, Rido? Du, zum Teufel, was zum Teufel machst du hier? Du steckst praktisch auf Granas Teller. Das ist mir egal. Wenn Granas jemals aufwacht, kann der große Gott mich grün und blau schlagen. Hauptsache, ich kann dir folgen, Ryudo. Ich glaube nicht, dass du das durchdacht hast. Wenn wir das Schwert finden, werden wir damit böse Menschen erledigen. Ach, du, machst du dir Sorgen um mich? Noch nie hat jemand sich mir gegenüber so galant verhalten. Tu einfach, was du für richtig hältst. Ich glaube, du verstehst es falsch, Melenia. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiß, was ich will und uns läuft die Zeit davon. Julia, nu? Ja. Bibliothek, ja. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt raus, oder? Das hat mir irgendwie was gesagt. Doch, Elena, hier. Ich muss ja meine Entscheidung denen mitteilen, stimmt ja. Nun, Judo. Wie hast du dich entschieden? Eine Frage, wenn wir das Granatschwert haben, gehört es dann dir, der Kirche? Wie wird es verwendet werden? Der einzige Zweck des Schwertes ist es, Valmer niederzustrecken. Es gehört keiner Seele, denn Granus gab uns allen diese große Hoffnung. Ich werde dir das mal glauben. Zeit loszulegen, wir finden das Granus-Schwert. Aber nicht etwa für Granus und auch nicht für die Kirche. Wie oder? Ich habe von diesem vielen Leid auf dieser Welt die Schnauze voll. Wenn Granus nichts unternimmt, dann muss es jemand anderes tun. Nun denn, Ryudo. Elena, du sollst nun ebenfalls gehen. Deine Seele ist mit Licht gefüllt. Sei stark auf deiner Mission und stärke dein Herz. Ja, Erhabener Sera, auf Wiedersehen. Lord Granus sprach gestern Abend zu mir. Ich darf dies weitergeben. Ryudo muss sich für das heilige Schwert seiner Vergangenheit stellen. Denk daran. Oh, nehmt dies ebenfalls mit. Es wird sicherlich nützlich sein. Buch der Priester. Elena, pass auf dich auf und erinnere dich an unsere Worte. Erhabener Sera. Also geht die Reise also weiter. Auf der Suche nach dem Granath-Schwert. Ryudo, vielen Dank, dass du den Auftrag angenommen hast. Ich wollte nicht, dass ein niedliches kleines Prinzesschen ohne ihren getreuen und ergebenen Leibwächter rumstolziert. Oh, Ryudo, du. Elena, so sehen wir uns wieder.
Unsere Pfade kreuzen sich erneut, das ist schön. Vielen Dank an alle. Na los, beeilen wir uns. Okay, let's go. Schauen wir erstmal, wo es überhaupt lang geht. So, müssen wir jetzt schon los oder wohl übernachten? Hätte nie gedacht, wieder zusammenzureisen. Ich zähle auf dich, Elena, okay? Das geht mir auch so, Rudo. Ron, Marek und Sky auch. Ich zähle auf euch alle. Diesmal wird es vielleicht schwieriger für uns. Ja, uns stehen schwierige Zeiten bevor. Der Trost durch Feinde ist in diesen Zeiten sehr willkommen. Genau, die Reisen würden ohne dich keinen Spaß machen, Elena. Aber wo sollen wir hin? Das Heiligschwert ist im Besitz der Legion der Finsternis. Wir können nicht da anklopfen, erschnappen und wegrennen. Ich kenne dieses heilige Schwert nicht. Ich erinnere mich an eine Stelle im Heiligen Buch. Die Menschen der Finsternis verstecken sich tief in den Därmen der Erde. Ist das nur eine Metapher oder steckt da mehr dahinter? Vielleicht finden wir bei diesen Leuten etwas über die Legion der Finsternis heraus. Vielleicht erfahren wir im Königreich von Cyrum, in dem ich viel gelebt habe, mehr über die Bedeutung dieser Worte. Hast du einen Anhaltspunkt? Nein, ich dachte nur, dass wir etwas Nützliches erfahren könnten. Was wissen wir denn sonst noch, was uns einen Hinweis zur Vorgehensweise geben würde? Etwas aus meiner Vergangenheit, dem ich mich stellen muss, das bedeutet wohl... Malphus, es kann niemand anders sein. Malphus, es ist lange her, mein Bruder. Immer mit der Ruhe, ihr beiden. Also, das Königreich Cyrum, wie ist es da so? Nun, es hat ein warmes Klima und es gibt dort viel Wasser, ein tolles Land. Wir brauchen keinen Wetterbericht, Kleiner, wir brauchen Anhaltspunkte. Da können wir ruhig im Königreich Cyrum anfangen. Das Königreich Cyrum liegt im Osten, das St. James Gebirge. Na los, gehen wir. Okay, jetzt sollen wir also zu Rowans Geburtsort oder... Nee, Geburts nicht, aber wo auf jeden Fall lange gelebt hat, so ein bisschen. Ich glaube an dieser Stelle. Wir können ja da schon hingehen, weil... Da wird da sicherlich ein Schweifpunkt kommen. In der Ebene. Dann kann ich da erstmal ein Portement, ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Das hier, wa? Sandheim Pilgerstraße. Das ist neu, wa? Ja. Oder? Sieht so aus. Oh je, was ist denn los? Du siehst ziemlich blass aus. Ich habe versucht, die Leiter am Straßenrand hinabzusteigen. Überall waren Monster, ich kann es nicht fassen. Die Monster hätten mich gefressen, also bin ich in mein Leben gerannt. Und ich bin fix und fertig. Hier muss es doch irgendein Safe Point hier irgendwo. So. Ich kann nicht einfach... Ich könnte zwar jetzt einfach durchlaufen, aber... Ich dachte, hier gibt es wenigstens einen Safe Point. Lass ihn hier nicht nochmal zum... Ich schätze echt keinen zu ihm. Okay, dann gehe ich nochmal schnell zurück zum Gasthaus, weil wenn hier keiner ist, dann muss ich mit mir das nächste Mal weitermachen. Also möglichst ohne, dass mich einer erwischt. Dann gehen wir halt nochmal zum Gasthaus und speiern da. Na, ich könnte es mir nicht, könnte zwar einfach durchlaufen jetzt. Aber die Erfahrungspunkte nehme ich schon mit. So. So. Zack.
doch nicht ganz auf 30 gekommen, ne? Warte mal, können wir vielleicht noch irgendwas verbessern, wenn ich immer... Oder sieh mal gucken, was mich der da jemand Buch der Priester oder so. Ist ja. Dann kann ich hier vielleicht irgendwas verbessern. Magiekraft habe ich voll. Stufe 4. Finde ich eigentlich Dings auch was hier. Roan und Merrick. Bloß welches? Buch der Priester wahrscheinlich für. Plus 50 bis 800 maximal TP. Movement wäre für Roan nicht schlecht, würde ich sagen. Das könnte ich mal auch nochmal verbessern. Der Priester. So, das könnte ich Roan hier. War das jetzt? So, dann ist er übelst schnell schon mal. Was kann man Merrick hier? Abenteuerbuch wahrscheinlich. Stärke. Ja, das mit Stärke am besten. Besser. Stärke Max so. So. Das ist Lebenserhöhung. Der hat Magiekraft, der hat Mentalität und der hat Stärke. Dann Stärke von... Alter, von 229, Junge. Fast doppelt so stark wie Ellen. Gut. Nochmal speichern, weil wir es ja jetzt verbessert haben. Gut. An dieser Stelle machen wir mal Rast hier mit unseren Helden und widmen uns dann im nächsten Part den Weg zu Heimatstadt, sage ich jetzt einfach mal, von Roan. Vorher kämen wir dann noch ein paar Monster in den Übergangsweg da und ja, sammeln noch ein paar Gegenstände ein und dann hoffen wir, damit wir irgendwelche Anhaltspunkte in diesem, wie ist das, Syrum, glaube ich, irgendwelche Infos finden, wo dieses Grannas Schwert denn versteckt sein könnte. Gut, dann würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, ist auch mal gern gesehen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part von Grandia 2 wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wann auch immer ihr das Video schaut und damit Retro Julie out. Sure.